Herzlich willkommen zur Fußballarena, liebe Zuschauer. Zum vorletzten Mal in dieser Hinrunde begrüßen wir Sie zu unserer Sendung. Unsere Berichterstattung beginnen wir mit dem FC Südtirol. Die Weiß-Roten, die waren auswärts bei Carrarese im Einsatz und wollten nach dem Heimsieg gegen Ferralpisalò auch in der Fremde einen Dreier einfahren. Und ob der Rastelli-Truppe das gelungen ist, das verrät Ihnen Alex Tabarelli. Der FC Südtirol muss weiterhin auf den ersten Auswärtssieg warten. Auch im fünften Anlauf hat es nicht geklappt. Die Weiß-Roten verloren gegen Carrarese mit 1:2. Und dies, obwohl sie in der 53. Minute mit Alessandro Campo in Führung gingen. In der Schlussviertelstunde drehten die Hausherren aber das Match mit einem Doppelpack des eingewechselten Fatih Ademi. In der 75. Minute verwandelte er eine Flanke von links mit dem Kopf zum 1:1 Ausgleich. 4 Minuten später patzte Torhüter Alessandro Micai und Ademi bedankte sich und bescherte Carrarese den ersten Heimsieg in dieser Meisterschaft. Nach 11 Spieltagen hält der FCS bei 12 Zählern. So wenige Punkte hatten die Weiß-Roten in ihren 4 Saisonen in der ersten Division noch nie. Liebe Zuschauer, vom FC Südtirol wechseln wir in die Oberliga zu einer Partie zwischen zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Ausgangssituation. Bozner FC gegen St. Georgen. Die Talferstädter, die haben zu Hause heuer noch kein einziges Match gewonnen, wollten aber unbedingt in den letzten beiden Partien 6 Punkte holen, wie uns Hannes Fischnaller im Laufe der Woche in einem Interview verraten hat. Auf der anderen Seite St. Georgen, die Jirginer mit 4 Partien ohne Niederlage. Und diese Serie wollten Jack De Gasperi und Co. natürlich auch in Bozen ausbauen. Die beiden Trainer überraschen die Fans mit ihrer Entscheidung, wen sie im Tor aufstellen. Bei den Hausherren beginnt Andrea Donato, bei St. Georgen darf Julian Torkloch beginnen. Er darf auch anfangen, das ist klar, Joachim Jack De Gasperi, der Topscorer der Jirginer mit 12 Saisontoren und zuletzt 2 Doppelpacks in Folge. Und obwohl der Bozner FC das Oberliga-Schlusslicht ist, spielen zu Beginn nur die Talferstädter. In der 5. Minute probiert es Kanal mit diesem Rechtsschuss. Nur 60 Sekunden später Kanal auf Fischnaller, doch Torkler ohne Probleme. St. Georgen meldet sich in der 9. Minute zu Wort mit diesem Weitschuss von Ziviani, aber Donato hat damit keine Probleme. Auf der Gegenseite die Jirginer im Glück, Bertoldi mit dieser Hereingabe, Fischnaller fälscht den Ball ab, doch Brucker kann den Ball ins Tor auslenken. Der folgende Eckball landet beim Topangreifer des Bozner FC, doch Fabio Bertoldis Schuss ist zu ungenau. Auch die nächste gefährliche Aktion geht von den Hausherren aus. Fischnaller probiert es mit diesem Rechtsschuss, der sein Ziel verfehlt. Nach einer Viertelstunde schickt Bertoldi Kanal auf die Reise, doch der zögert im Strafraum der Pusterer zu lange. In der 18. Minute probiert es Bertoldi mit der Picke, doch Torkler mit den Fingerspitzen ins Tor. 21 Minuten sind rum, da bekommen die Hausherren diesen Freistoß. Fischnaller schön über die Mauer, Torkler mit den Fingerspitzen, Querlatte und von dort springt der Ball auf die Torlinie. Der Unparteiische entscheidet sofort auf Tor. Die Proteste von St. Georgen nützen nichts. Hier noch einmal in der Wiederholung das 1:0 für den Bozner FC. Man kann nicht ganz genau erkennen, ob der Ball in vollem Umfang hinter der Linie war. Nur 4 Minuten später diese ungeschickte Aktion von Benjamin Althuber. Der Innenverteidiger geht mit der Hand zum Ball. Ein ganz klarer Elfmeter. Bertoldi schnappt sich das Leder und verwandelt mit etwas Glück zum 2:0. Toller Start des Schlusslichts in dieses Match gegen den Serie D-Absteiger. Auch danach bleiben die Talferstädter am Drücker. Ceravolo mit diesem Freistoß, der Ball eine gefühlte Ewigkeit in der Luft. Saltuari bringt aber nicht genügend Druck auf das Leder. Dortler hält sicher. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist rum, da kommt es auf der Gegenseite zu diesem Bifrader Freistoß. De Gasperi köpfelt sträflich alleingelassen ein, aus dem Nichts das 1:2 für St. Georgen. Und es kommt noch dicker, wieder Freistoß für die Jirginer, das ist eine Sache für Philipp Bifrader. Der läuft an und der Ball passt perfekt ins Bozner Gehäuse. 2:2. Innerhalb von nur 4 Minuten haben die Pusterer die Patz-Situation wiederhergestellt. Weil es so schön war, noch einmal die Wiederholung dieses Supertors von Philipp Bifrader. Es war auf 20 Meter, das ist meine Lieblingsposition.
Das probiere ich Tag für Tag, aber haben das auch gegangen und ja, gut geworden. Der Bozen FC steckt in der Folge, aber nicht auf. In der 42. Minute Kanal auf Fischnaller, der es mit diesem Schuss probiert. Dorkler ist aber zur Stelle. Wenig später ist diese erste Halbzeit rum. Der Bozen FC mit einem ganz klaren Chancenplus. Aber St. Georgen hat aus sehr wenig zwei Tore gemacht. Auch das ist eine Kunst. Kurz nach dem Seitenwechsel Biffrader mit diesem wuchtigen Linksschuss. St. Georgens Nummer 7 kann also nicht nur mit rechts gut schießen. In der 49. Minute dann diese Aktion. Bertoldi stürmt auf Dorkler zu und hakt geschickt beim jungen Tormann ein. Der Schiedsrichter schickt den Goalie von St. Georgen unter die Dusche. Seinen Platz nimmt nun Pasquazzo ein. Obrist muss für den Ersatzkeeper raus. Und Pasquazzo hat auch gleich sehr viel zu tun, denn der Bozner FC macht mit einem Mann mehr sehr viel Druck. Fischnaller auf Bertoldi, der im Fall knapp vorbeischießt. 53 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Nur 120 Sekunden später schlägt Brucker dieses Luftloch, doch Pasquazzo ist bei Bertoldis Schuss auf dem Posten. Nach etwas mehr als einer Stunde Flanke des eingewechselten Bichler durch Kanals Kopfball ist zu ungefährlich. Danach probiert es Bichler selbst aus der Distanz, aber wieder ist es nichts mit dem Führungstor für die Hausherren. Ganz anders auf der Gegenseite. Freistoß für St. Georgen, Biffrader tritt an, Nahle verschätzt sich, De Gasperi mit der Brust und dann dieser akrobatische Drehschuss. 3:2 für die Jürgener. Vom Innenpfosten geht der Ball ins Netz, wieder hat Jack zweimal zugeschlagen. Es ist sein 6. Doppelpack, insgesamt der 3. in Serie. Dieser Mann ist eine Bereicherung für die Oberliga und die Lebensversicherung von Pat Morini. Der Bozen FC kämpft in der Folge aber tapfer weiter und vergibt in der 77. Minute eine unglaubliche Chance. Zuerst Corradini, dann Bertoldi, Bichler, abermals Bertoldi und dann ist der Ball im Tor raus. Das ist nicht nur Unvermögen der Angreifer des Bozen FC, sondern da ist schon auch eine ganz gehörige Portion Pech dabei. 7 Minuten vor Schluss probiert es Bertoldi, Pasquazzo wehrt aber ab und Holzner klärt. Danach bekommt Fischnaller mit diesem Freistoß noch einmal die Chance. Der Ball leicht abgefälscht, Pasquazzos Beinarbeit unkonventionell, aber dafür effektiv. In der 87. Minute ein Schnitzer von Larratta, dem Gasteiger den Ball abluchst, dann dieser gefühlvolle Schlenzer von Biffrader. Da hat wahrlich nicht viel auf das 4:2 gefehlt. Wenig später ist Schluss. St. Georgen seit 5 Runden ohne Niederlage. Zu den Protagonisten des Spiels gehört neben Jack De Gasperi Philipp Biffrader mit 2 Vorlagen und einem selbst erzielten Tor. Wahnsinn, ihren Freistoß hineingelaufen und die haben 2 Tore am Auge gelegt auf den Jack. Aber ist halt einfach gewesen heute. Es war ein schwieriges Spiel gegen den Letzten. Ist allem so eine Sache, aber in der zweiten Halbzeit vor allem haben wir gut gekämpft und haben wir uns einen Sieg verdient. Und was sagt Philipp Biffrader zu Jack De Gasperi? Er ist ein geiler Typ, einfach klar. Und was er fußballerisch drauf hat, weiß man. Er hat ja auch um 6 in der Serie B gespielt. Und ja, außerhalb vom Platz ist er ein geiler Typ. Der Bozen FC schafft den ersten Heimsieg, auch im 7. Anlauf nicht. Ja, wir haben in der ganzen Woche schon ins Gute eingestellt und gut trainiert, muss ich sagen. Und sind auch dementsprechend ins Spiel eingegangen. Aggressiv und haben die Zweikämpfe gewonnen und sind dann auch gleich mal 2-0 vorne gewesen. Und ich weiß, was noch passiert ist. Dann ist durch eine unglückliche Standsituation haben wir 2-1 gekriegt. Und danach, wenn man hinten drin steht, von mir aus sehen, fällt noch die Selbstsicherheit, um da noch ein 2-1 zu sagen, da gehen wir weiter, machen wir 3-1. Und dann sind wir wie ein bergab gegangen. Ist der Zug in Richtung Klassenerhalt für Vitalforstädter schon abgefahren? Nein, jetzt haben wir die 3 Punkte, dann schauen wir weiter, was in der Rückrunde passiert. Es war eingeplant, 6 Punkte zu holen, aber jetzt schauen wir noch die 3 und den Levico mitzunehmen und danach schauen wir weiter. Und hier noch die gesammelten Ergebnisse der Oberliga. 14. Spieltag, Bozen FC gegen St. Georgen 2:3, wir haben es gesehen. Arntal und Trient trennen sich 2:2 unentschieden. Damit bleiben die Arntaler zu Hause eine Macht. In 7 Heimspielen feierten sie heuer 5 Siege und 2 Unentschieden.
Alense bezwingt St. Martin 1:0. Pontillo erzielte den Siegestreffer der Trientner 6 Minuten vor Spielende. Brixen und Mori trennen sich 1:1. Der Brixer Torhüter Lacher hielt auch einen Elfmeter von Tranquillini. Eppan gegen Comano endet ebenfalls 1:1 unentschieden. Für die Eppaner war es bereits das 8. Spiel, das mit diesem Ergebnis endete. Levico verliert zu Hause gegen Calcio Chiese 0:2. Die Überraschung der Runde lieferte Naturns mit dem 1:0-Sieg gegen Tabellenführer Salurn. Der Beiner schoss das goldene Tor in der 3. Minute. Und Tramin gewinnt das Südtiroler Derby gegen Blose mit 2:1 und findet nach 4 Spieltagen wieder auf die Siegerstraße zurück. In der Tabelle führen gleich 3 Südtiroler Mannschaften. Salurn auf Platz 1 mit 25 Zählern, dahinter Arntal mit einem Punkt Rückstand und Tramin ist Tabellendritter, punktegleich mit Calcio Chiese und Levico. Am Ende der Tabelle 6 Südtiroler Teams, Brixen mit 18 Zählern, Naturns hat 16, Eppan und St. Martin 14, Blose 11 und der Bozner FC 6 Punkte. Zur Landesliga. Auch hier wurde der 14. Spieltag ausgetragen. Am Samstag holte Bozen 96 nach 3 sieglosen Runden wieder den ersten Dreier gegen den SC Passaier. Pontrelli erzielte den 1:0 Siegestreffer 4 Minuten vor Spielende. Lazio unterliegt Virtus Don Bosco 1:2. Auch Meran verliert zu Hause gegen St. Pauls mit 1:2 Toren. Die Pausner küren sich vorzeitig zum Herbstmeister. Manuel Schieder schoss in der 88. Minute das 2:1 für die Überitscher. Schiedsrichter Gigante gab zuerst das Tor, annullierte es dann und änderte anschließend wieder seine Meinung. Ein unglaubliches Chaos. Meran hat gegen die Spielwertung Protest eingelegt. Natz weckt den Bozner Boden mit 3:0 Toren vom Platz. Neugris gewinnt gegen Birluxis 2:1. Stegen schlägt Absteiger Obermeist 3:0. Auch Weinstraße Süd überrennt Nals mit 3:1, während Moos gegen Schlern torlos endete. In der Tabelle führt jetzt St. Pauls mit 5 Zählern Vorsprung auf Bozen 96 und ist bereits Herbstmeister. Auf Platz 3 Virtus Don Bosco mit 28 Punkten. Dahinter Obermeis und Weinstraße Süd. Beide haben 25 Zähler auf ihren Konto. Ganz unten in der Tabelle der FC Meran mit 11 Zählern, Moos und Latsch mit 10, Nals und Bozner Boden mit 9. Liebe Zuschauer, das war's von uns von der Fußballarena. Wir haben wieder sehr viele Tore und packende Szenen gesehen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.